Hallöchen, liebe Freunde, und nach einer langen Zeit melde ich mich endlich mal wieder zurück. Ich glaube, ich hatte sogar letztes Mal überhaupt gar kein Channel-Update oder sonst irgendwas gemacht. Ja, es ist alles doch ein bisschen anstrengender gewesen, als ursprünglich geplant gewesen ist. Ja, wie ich euch schon im letzten Update erzählt hatte, hatte ich ja jetzt erstmal 2 Monate lang Praktikum gemacht, wo ich auch wirklich mehr als genug Zeit dafür aufbrauchen musste, nebenbei sogar noch was für die Uni zu tun hatte, etc. etc. Ja, ich wollte direkt nach dem Praktikum dann natürlich auch direkt wieder damit anfangen, neue Videos aufzunehmen und mal ein bisschen wieder zu zocken, weil das dann auch ein bisschen in Mitleidenschaft geraten ist. Aber man kann es noch ein bisschen hören. Bin ich praktisch ab dem letzten Praktikumstag erstmal krank gewesen. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut, das war mein Laptop. Da hatte ich noch WhatsApp Web offen. Naja, auf jeden Fall bin ich erstmal so richtig schön krank geworden. Meine Stimme war komplett weg. Was natürlich praktisch ein Todesurteil ist, wenn man was aufnehmen möchte. Deswegen konnte ich dann quasi eine Woche lang kaum reden und habe dann auch gar nicht wirklich aufgenommen. Beziehungsweise habe dann auch wirklich nicht aufgenommen, habe auch nichts gezeigt oder sonst was. Und musste dann erstmal zusehen, dass das wieder einigermaßen in Ordnung geht. Dann ging es sogar. Irgendwann war es dann wieder okay. Und ich habe dann, glaube ich, sogar eine Runde wieder aufgenommen. Aber da habe ich dann auch irgendwann gemerkt, dass meine Stimme noch nach Stunden schon wieder am Abkacken gewesen ist. Und ja, das heißt, lange Aufnahmesessions waren damit sowieso erstmal gestrichen. So, irgendwann war ich dann aber wieder fit und hatte soweit auch die Zeit wieder aufzunehmen, aber dann natürlich bin ich wieder richtig krank geworden und zwar wirklich richtig, richtig krank. Ich hatte da nicht nur irgendwie Halsschmerzen oder meine Stimme war irgendwie kaputt oder so. Nein, ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte Husten, ich hatte Schnupfen bis zum geht nicht mehr. Und weil ich jetzt nicht so der riesige Fan von Tabletten und sowas bin, habe ich das mehr oder weniger auf natureller Art und Weise auskuren lassen und das hat halt wirklich auch eine ganze Woche gedauert. Ja, das heißt am Ende, also wenn wir das dann jetzt alles aufsummieren, dann wären wir, glaube ich, bei Mitte September oder so. Nee, gar nicht. Das Praktikum ging bis Ende September. Das heißt, die letzten 2 Wochen war ich praktisch eigentlich nur krank. Um es mal kurz zusammenzufassen. So, Entschuldigung. So, ja, aus diesem Grund bin ich halt leider überhaupt nicht dazu gekommen, irgendwie sonderlich viel aufzunehmen. Ich habe es jetzt aber in den letzten paar Tagen geschafft, Dishonored komplett durchzuspielen. Das heißt, auch weil Dishonored 2 ja am 11.11., also in weniger als einem Monat rauskommen wird und ich derzeit noch am Überlegen bin, ob ich das auch Let's Playen werde. Auf jeden Fall bis zum Release von Dishonored 2 das komplette Let's Play fertig hochladen möchte. Und das heißt, ich weiß jetzt leider nicht, wie viele Folgen ich jetzt insgesamt noch habe. Ich bin da gerade selber noch am Rendern. Aber auf jeden Fall müsst ihr euch darauf einstellen, dass mein YouTube-Channel jetzt bis zum November erstmal reichlich mit Dishonored Folgen vollgestopft wird. Fallout 4 werde ich dann eventuell noch heute, das weiß ich noch nicht so ganz genau, aufnehmen. Da weiß ich auch schon, ach, es ist schon ewig, als ich das wieder das letzte Mal gespielt habe. Und es tut mir auch so leid, dass ich irgendwie, dass mittlerweile ein Jahr rum ist und ich habe Fallout 4 immer noch nicht durch. Das ist eigentlich ein richtiges Armutszeugnis. Aber ja, wenn man halt nebenbei so viele Sachen zu tun hat und jetzt nicht YouTube als Hauptberuf hat, dann kommt das schon einmal so vor. Deswegen entschuldige ich mich wirklich ganz doll bei euch, dass es so kommen musste. Ja, was gibt es noch so zu erzählen? Ich bin jetzt eigentlich so gut wie wieder da. Also die Uni geht zwar jetzt ab Freitag wieder los, aber das sollte jetzt kein allzu großes Hindernis für mich werden. Und ja, ich bin soweit auch wieder fit. Das heißt, theoretisch sollte eigentlich nichts mehr Schlimmes passieren. So, wie sieht das denn jetzt aber mit der Zukunft aus? Also, ich hatte erst überlegt, Gears of War 4 aufzunehmen und Let's Play dazu zu machen, weil ich das Spiel zu Release bekommen habe. Aber letzten Endes habe ich es dann doch lieber eher für mich durchgespielt, war mal auch, kann man ja auch mal machen. Also manchmal ist es wirklich so, dass man auch mal ein Spiel braucht, was man für sich so in Ruhe spielen kann. Und bei Gears of War 4 hatte ich eigentlich schon das richtige Mittel gefunden.
Ich habe den Titel mittlerweile auch durch, aber wenn ihr darauf besteht, das ja ein Let's Play zu machen, dann kann ich das auch machen. Das ist eigentlich kein Problem. Wozu es aber auf jeden Fall ein Let's Play geben wird, ist natürlich zu Battlefield 1. Und ja, ihr wisst es bereits, der Titel erscheint aber am 20. Oktober, beziehungsweise am 18., wenn man sich die Early Enlister Deluxe Edition geholt hat. Das habe ich jetzt aber nicht getan, denn ich habe keine Lust, so viel Geld für das Spiel auszugeben. Ich werde mir den Titel aber trotzdem als physische Kopie zulegen, einfach weil ich mir denke, genauso wie bei Fallout 4, dass man so einen Titel eigentlich schon im Regal stehen haben sollte. Ja, das heißt, ich weiß ja nicht, weil gerade an dem Release-Tag habe ich halt natürlich noch Uni und habe noch ein paar Dinge zu tun. Weil ich keine sonderlich gute Leitung habe, also keine, ich habe noch nicht mal eine 50K-Leitung. Und das Spiel auch wirklich ewig zum Herunterladen brauchen wird. Und ich noch nicht weiß, also ich werde auf jeden Fall gleich nochmal in die Stadt fahren, in die Innenstadt fahren und gucken, ob es das Spiel jetzt schon zu haben gibt, damit ich zumindest preloaden kann, um dieses Problem zu beseitigen. Aber je nachdem, wie ich es dann zeitlich hinkriege, wird dann entweder am Freitag oder am Samstag dann die erste Folge von Battlefield 1 von der Kampagne erfolgen. So, das heißt, in Zukunft kommt, um es nochmal zusammenzufassen, kommen ganz viele Folgen von Dishonored, bis das Spiel durch ist. Fallout 4 wird natürlich wieder aufgegriffen und es folgt ein neues Let's Play zu Battlefield 1. Dann würde ich auch ganz gerne, da bald Halloween ansteht, auch mal ein bisschen was in Richtung Horror machen, vielleicht auch eher so Minigame-mäßig was. Wenn ihr da irgendwelche Vorschläge habt, irgendwas, was ich zocken sollte, sei es jetzt ein längerer Titel, wobei eigentlich wäre es besser, wenn es eher so ein Minigame wäre, so ein, ja, so ein kostenloses Horrorspiel würde ich eher bevorzugen, damit ich mich besser auf Battlefield 1 und Fallout 4 konzentrieren kann. Ja, schreibt mir einfach irgendwelche Vorschläge in die Kommentare. Ich schaue mir die Titel gerne mal an und zockt die auch gerne für euch. Das wäre kein Problem. Das muss ja auch ein bisschen sein. Da muss ja zur Stimmung passen. Und ich bin ein riesengroßer Halloween-Fan. Deswegen würde ich mir das auch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Ja, natürlich wird dann vermutlich auch eine Facecam mit dabei sein, damit man so richtig schön sehen kann, wie ich mich zu Tode erschrecke. Das wird ein Spaß. Ja, aber das war's dann auch erstmal soweit. Also die drei Titel sind auf jeden Fall jetzt erstmal ganz groß geschrieben für meinen Channel. Ich hatte auch noch überlegt, eventuell wieder ein bisschen mehr in Richtung Vlog und sowas zu gehen. Also das heißt nicht mehr, sondern vielmehr ab und an auch mal ein Vlog oder sowas rauszuhauen. Ob ich das wirklich mache, muss ich mal gucken. Kann auch sein, dass es so eine typische Laune der Natur ist, dass ich mir einfach mal gerade Bock habe und dann auch einfach mal was raushauen möchte. Also es wird auf jeden Fall, wenn ich Vlogs machen werde, wird es auf jeden Fall kein Konzept geben oder irgendwie so ein Thema oder so, wo ich dann wirklich einmal die Woche an genau dem und dem Tag um die und die Uhrzeit ein Vlog oder sowas raushole. So werde ich definitiv nicht machen. Ich werde mich da nicht mehr an Termin oder sowas richten. Einfach weil Vlogs an sich auch ein bisschen umfangreicher sind mit dem Schneiden und so weiter und so fort. So. Aber ihr könnt mir gerne auch eure Meinung dazu nennen, also was ihr so allgemein von Vlogs und sowas haltet, ob ihr so etwas auch begrüßen würdet oder ob ihr lieber der Meinung seid, ich sollte ganz straight bei den Let's Plays bleiben. So, das Channel Update für diese Woche, für diesen Monat ist natürlich sehr viel umfangreicher gewesen, hat natürlich jetzt auch damit zu tun, dass ich nun wirklich sehr viel zu erzählen hatte und auch sehr viel Zeit ins Land gegangen ist, wo ich mich einfach gar nicht mehr gemeldet hatte. Es tut mir wirklich leid. Aber ja, ich bin wieder da und freut euch also auf die nächsten Wochen, wenn ihr Bock habt. Also, man hört sich dann oder sieht sich dann, wie auch immer. Also, bis dann, meine Lieben, eure Fini. Cheerio!